Ein herzliches Willkommen und begrüßen euch zur Folge 37 Minecraft The Project. Mit dabei der Evin und der Wirt. Ein herzliches Hallo. Hallöchen. Und immer noch Merk, der im Channel uns als Unterhaltung. Oh Gott. Sehr viel Lava. Oh mein Gott, ich bin losgerannt und habe keine Spitzhacke gemacht. So viel. Gut gemacht. Ja. Fuck, Alter. Gute Adventure. Gute Adventure. Ja. Ja, zum Glück habe ich etwas Essen dabei. Ich hab die... Machen wir gleich zwei mehr. Man ja nicht wissen. Hier sind schon zwei fertig. Sechs fertig. Aber... Och man! Ja, das war's wohl mit meinem Begraben. Vorne ist Graben. So, zwei Stück müssen reichen fürs erste. Ja, nicht immer so, dass vom Lava Diamanten sind, gell? Nein. Nicht immer so. Na, danke. Okay, kann sein, auf jeden Fall. Es geht auf, einfach auf die Höhe nur an. Ja, wir sind ja bei Backout. Einfach weiter skippen, mein. Irgendwann werden wir genug Diamanten haben fürs erste. Dann können wir auch hoch. Also, Redstone haben wir jetzt genug, Alter. Hab ich jetzt schon gesammelt. Nice. Man kann von Redstone aber nie genug haben. So wie von Eisen. Davon haben wir ja mitbekommen, dass wir da früher genug brauchen. Wo kommt das scheiß Wasser her? Das ist angenehmer als Lava. Ja, Mann. Das stimmt, aber ich werde halt in die Lava halt reingedrückt damit. Scheiß Wasser her, Alter. Der Wasser. Der Wasser, ja. Wasser. Hochwasser, ja. Schwör. Oh Gott, noch mehr Lava. Komm, wir werfen mal alles rein, was wir nicht brauchen, Setzlinge. Das ist perfekt an Lava. Einfach die kubische Störung. Noch eine Tür, komm, brauchen wir nicht. Ordnen wir mal die Waffen an. Fackeln. Ich werfe jetzt auch alles rein, was ich nicht brauche. Pfeile brauche ich immer. Gunpowder. Hä? Nein, eben Gunpowder nicht weggewerfen. Ja, das meinte ich nicht. Ich hab grad das reingeworfen, ich lärm ist wieder rausgesprungen. What the fuck? Ich hab's wieder bekommen. Wenn die brennen, dann springen die kurz hoch. Läuft? Ja, das brauch ich. Dreck brauch ich. Erde brauch ich nicht. Nein, jetzt hab ich auch genug Cobblestone, gell? Eigentlich brauch ich das nicht. Ja, Mann. Dann könnten wir eigentlich dann die Sachen verzaubern, das wäre super. Ich brauche keine Rüstung. Also, da wir ja eh nur arbeiten sind. Immer noch die gleiche. Dann nimmt man immer nur Eisen. Lapis Lazuli einsammeln auf jeden Fall. Für die Verzauberung. Habe ich auch schon ein paar. 23. Cobblestone. Ich hoffe mal, dass ich den Weg hier wieder nach Hause finde. Hast du einen Kompass gebaut? Nein. Haben wir doch gehabt, du hast für uns gebaut, für uns. Ja, aber Problem ist, schon ewig her und ich bin einfach gestorben. Habe ich ihn, glaube ich, wieder verloren. Weil Evin und ich waren ja einmal so weit weg, dass ich erst gestorben bin durch den Creeper, danach Evin durch den Zombie, glaube ich, geslayed worden ist. Auch Creeper. Achso, ja. Dann die Bastarde. Ey, Bastardo. Komm vor der Ecke. Schön ist, ich habe ja jetzt genug Eisen gefunden, aber ich will mal auch Diamanten sehen.
Ohne Scheiße. Auf dem anderen Server habe ich genug Diamanten gefunden bis dato. Das scheint aber nicht. Ich glaube, da hatte ich 48 Diamanten und wusste halt nicht damit, was ich anstellen würde die ganze Zeit. Die würde ich hier gerne mal begrüßen. Raus, raus, Lava. Da unten ist nichts. Oh man, draußen sieht auch geil aus. Kann man chillen. Eisen. Ja, schon alles da, außer Marlos. Marlos. Nur Marlos, okay. Nein! Ich habe das Licht ausgemacht. Ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber ich habe mich in irgendeiner Höhle gegraben, wo überall Redstone ist. Nein, ich auch. Mir geht's gerade so ähnlich. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin, aber. Ich versuche mein Bestes hier gerade. Aber das Problem ist, es ist überall Lava. Das heißt, egal was kommt, es ist Lava. Mach dich bereit, mein Freund. Oh, Lapislazi. Oh, da hinten oben geht's ja auch noch hoch. Na egal, komm, wir erkunden das gleich. Ich bring erstmal ein Eisen zurück. Ich hab 24. Dann kann ich auch gleich mal die Kohle. Oh, da fucking Lava überall. Ein paar Meter gegraben und schon ist Lava. Lava. Der Ball. Und wieder Lava. Hä? Drück doch! Hä? Die muss man jetzt nicht so. Ach, Redstone können wir ja gleich mal hier lassen. Lava. Nein! Irgendwas war gerade eben gesagt. Lava? Ja. Nee, Diamanten gefunden. Lava gefallen. Schwer? Ja, Mann. Du bist nicht Lava gefallen, oder? Nein. Ich hab mir rein gehört, eher. Ja, nee, dann wäre ich jetzt tot. Das muss ich mit euch verstehen. Ich sehe den Wirt da hinten, also bist du in der Zone, wo ich bin sogar. Ich bin keinen hier in der Umgebung. Ich bin ganz woanders, so ohne Scheiße. Nein. Aber als Info, solltest du in die Lava fallen, sofort ausloggen und Bescheid sagen. Stimmt. Ja. Weil dann können wir Rescue Hero spielen. Ja. Wasser. Ja, weil das Problem ist, wir müssen die Lava dann wegmachen und danach das Obsidian, weil sonst stirbst du einfach dran. Ja, wir müssen das beides abbauen, dann kannst du, überlebst du das. Auf jeden Fall. Also ich lasse mich wieder ein. Oder du passt einfach auf, dass du nirgendwo reinfällst. Ja, ich schon wieder Lava, es ist unfassbar. Einfach. Wie so ein komisches Höhlensystem. Der Vortag hier. In welcher Höhe bin ich denn jetzt? Auf Höhe sind schon wieder. Da findet man eigentlich rein gar nicht. Ich muss gleich zurücklaufen. Deine Spitzhacken. Vergiss nicht die Zeit, ne? Jo, genau, Abby. Vergiss nicht die Zeit. Wir haben gerade 10 Minuten. Ja, dann mache ich An- und Abmoderation. Vergiss nicht die Zeit.
Ich vergiss den immer gern. Alter, ich brauch jetzt neue Stimmschatten. Ah, da war noch. Wetdown, perfekt. Da, Lava! Lava! Bevor ich da vorne reingekommen hab. Unfassbar, ne? Wie viel Lava hier ist. Ja. Ja, Mann. Eigentlich teilweise nur Lava hier eigentlich in der Gegend. Kommt halt für die Deathcap-Spieler, la? Mehr Lava und wenig Diamanten. Hier war schon jemand. In der Stadt. Gegend, wenn da beleuchtete Diamanten sind. Wir hatten hier ein Loch gegraben. Ach nee, da war ich, ja. Alter, ich wär fast runtergefallen. Noch ein bisschen Eisen dabei. Alter, draußen ist blauer Himmel. Siehst du Sonne überall? Schönes Wetter. Ja. Da wäre jetzt wieder ein Moment des Grillen gewesen. Ja, Mann, ist ja auch kein Wetter. Also mit denen, wie viel brauchen wir denn, um einen Verzauberungstisch herzustellen? Ein Diamant. Ja, und so wie ich weiß, glaube ich, 9, Obsidian. Ja. Okay, das können wir ja locker jetzt machen. Das kann kein Problem sein. Weil... tu jetzt noch das zweimal machen. Oder wollen wir weiter suchen den noch? Für die Folge, ja. Lass mal die Folge noch und die nächste Folge noch suchen. Nächste Folge. Okay. Nein, übertreiben es nicht. Wir wollen auch ein bisschen mehr Arbeit noch. Wir brauchen halt genug Lapis Lazuli für jeden. Damit er die Verzauberung auf seine Spitzhacken und so machen kann. Das ist eigentlich so verändert. Nur noch bestimmte Verzauberungen auf den Werkzeugen geht. Ja, müsste immer noch dasselbe sein. Also von den Verzauberungen habe ich mitbekommen, hat sich nicht viel verändert seit den letzten Patches. Okay. Seit dem Lapus Lazuli Patch, wo sie das eingeführt hat. Verändert. Ich habe halt immer noch nicht die Reihenfolge verstanden, wie zum Beispiel beim Amboss die bessere Version bekommen. Aber das ist mir auch scheißegal, bis jetzt brauche ich es ja noch nicht. Weil um einen Level 5er zu bekommen, Efficiency, brauchst du ja zweimal. Level 4. Ja, muss man die irgendwie kombinieren oder was? Ja, die musst du kombinieren, also 1 und 1 ergibt 2 dann. 2 und 2 ergibt 3. Soweit ich weiß. Und die anderen, also entweder gehst du zum Dorf, wo halt ein Bibliothekar ist, der das verkauft. Das macht die Sache einfacher, der kann dir nämlich Level 4 verkaufen sogar. Die ganzen Kelle stinken. Weil das wäre die beste Verzauberung eigentlich auf einer Spitzhacke. Geht schneller und umso mehr das rauskommt. Statt 1 kommt dann 2. Ich häng hier halt fest, ich krieg gar nichts. Die ganze Zeit nur Lapus Lazuli bekommen. Das ist doch schon mal eine Sache. Ja. Ach, scheiße, ich geh weiter, ich hab keinen Bock mehr hier drin zu sein. Bin ich hier gelandet? In meinem Höhlensystem? Eindeutig, du bist hier bei mir, ja, in der Nähe. Aber du bist woanders sogar. Ich geh hier wieder zurück, ich hab keinen Bock. Oh, Eisen. Eisen ist gut. Ich bin auf Höhe 11, das ist zu hoch noch. Wow. 10. Bin ich eigentlich. Dann hätte ich nie was auf Höhe. Immer noch Höhe 5. Ich bin weiter viel. Tiefer. Ja, aber Alter, ich komme ja nirgendwo weiter. Sag ich ja. Einfach Horror hier. So viel Lava, voll unrealistisch eigentlich. Jetzt da hinten. Ich meine, ist so die Tatsache, dass das so viel Lava ist an Stellen, die gerne vorhanden sein sollten. Bist du der Weg da hinten durchgegangen, komplett? Jetzt haben wir hier so ein Kreuzgang. Ja, das glaube ich. Ich hab's nicht einfach geradeaus durch und rutsche irgendwie durch die ganzen Gänge. Ja, das hab ich gemerkt.
braucht man ein neues Schwert. Ach nee, ich hab noch ein Steinschwert. Also, Eisen läuft langsam etwas. Etwas. Könnten mehr haben sogar. Ich weiß, dass der Peter noch oben hat genug. Eisen? Ja, in seiner Truhe. Nutz meine Admin-Rechte und hol sie mir. Und leg dir selbst einen Steine rein. Ja, exakt. Das ist der Eisen. Oh mein Gott, ich bin falsch gelockt wieder. Noch tiefer, oder? Noch tiefer. Ja, 1, 2, tiefer. Oh, das ist ein Name, den ich hier auch blinkt. Nein, kannst du nicht sehen, also wenn du gerade ausguckst, muss Alvin sein. Welchen Namen willst du denn? Ich will gar keinen hier. Ich hab nur gerade aufploppen sehen, nur ganz kurz. Ach so. Dann kann es Alvin nur gewesen sein. Weil ich sehe deinen Namen immer noch klar und deutlich bei mir. Und dann ist weiter. Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Da haben wir Redstone. Oh, Gold! Brauchen wir gar nicht mehr, oder? Gold, nein, wir brauchen nicht mehr. Ja, aber wir brauchen nicht. Wegen dem Raid. Ja, stimmt. Vor allem für bestimmte Redstone-Systeme brauchst du ja Gold als Fall. Was wir immer mit dabei haben. Ja, aber für sich ist Gold eigentlich voll für den Arsch. Ja, wenn du verwendet ist. Außer für bestimmte Fälle. Dann nehmen wir es trotzdem mal mit. Kann man ja nie wissen, wo man es braucht dann später. Aber für die Schienen brauchst du das. Ja, das ist auch, glaube ich, aber auch das einzige, ja, wo man Gold braucht, wirklich. Als Rüstung kannst du es vergessen. Das ist Schwachsinn. Oh, ich bin da unten schon Lava, Alter. Ich klappe ja nicht hoch. Bin ich jetzt auf der richtigen Höhe? Noch tiefer eins. Also eine Höhe höher als Bad Wolf. Ich hab's aus Versehen einen Screenshot geschossen. Das wäre auch immer eine gute Idee, eigentlich Screenshots zu schießen und die als Thumbnail zu verwenden. Welcher Knopf war eigentlich die Screenshot-Taste hier? F2. 2? Ja. Oh ja. Ja, fest. Ach, du wolltest auf F3 gehen? Ja. Um die Höhe rauszufinden. Ich bin ein bisschen 1 höher, aber. Ja, ich bin auch 1 höher als Bad Wolf jetzt erstmal. Bin ja gegangen. In der Hoffnung, dass ich irgendwas finde, war. Es ist rein technisch gesehen sehr selten, dass du Diamanten direkt an Bedrock findest. Deswegen gehe ich noch eins höher. Ja, das ist eigentlich schon bei 11 optimal. Also noch höher. Ich glaube, ich muss jetzt irgendwo gleich auch hoch. Nach Kohle. Den ganzen Uhrenrad weg. Kohle, 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 Kohle. Ich bin der Kohle, George. Diamanten! Ausrasten! Was ist da ein Diamant? Ja, Mann. Scheiß Geoid, weg damit. Vielleicht aber auch nicht nur eins. Ich hab ne O. Ein O gefunden. Ich hab O gefunden. Ich hab ein Höhlsystem gefunden, ja. Oh nice, 8 Diamanten gefunden, diesen Scheißteil. Ich will nicht sagen, aber First Time Diamond,
Das ist schlecht nach einem sehr schlechten Rollspieler. Ja, Mann. Der seit Ewigkeiten erst geschafft hat, das da hochzukommen. Nach Hunderten. Aber ich hab's geschafft, Jungs. Oh, people. Do not forget. Ah ja, danke. Elvin kann's abmoderieren. Warte, stimmt gerade hier vor. Komm nicht weg. Ach so. Ja, wer will dann abmoderieren? Oh Gott, Mini-Zombie. Okay, dann nur. Warte. Mach schon. Das war eine weitere Folge. Mike of the Project. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das wird am Sterben, Mann. Jawohl. Das wird gleich verrecken hier. Bei uns in der nächsten Folge. Genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ein doppelter Abgang, Alter. Tschüss.